Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal, meine Freunde da draußen an den Empfangsgeräten. Es wird Zeit für ein neues Video und ihr seht schon, mich hat es erwischt. Ich baue auch den Ektor 1 von Eaglemoss. Hier haben wir Ausgabe 1 vor uns. Doch bevor wir diese Verpackung öffnen, werfen wir einen kleinen Blick ins Heftchen. Das haben wir hier, beziehungsweise Heft Nummer 1. Wunderschön hier vorne der Ektor 1. Dann hier ein kleines Inhaltsverzeichnis. Die ersten Teile auf den ersten Seiten wird beschrieben, wie man das alles zusammenbaut. Kennt man ja alles aus dem DeLorean-Bausatz. Ja, und hier die erste Geschichte. So entstand Ghostbusters. Dan Aykroyd war maßgeblich daran beteiligt, wie die Geschichte nachher entstanden ist. Hier sieht man noch einige Behind-the-Scenes-Material und natürlich auch aus dem Film einige Screenshots. Hier noch einmal Emotionen pur, warum Dan Aykroyd ausgerechnet diesen Cadillac haben wollte. Also ein sehr, sehr schönes Heft mit eigentlich relativ vielen Seiten für die ersten Ausgaben. Und die ursprüngliche Version war eigentlich ziemlich horrorlastig, also ein bisschen dunkler angelegt als jetzt diese Horrorkomödie in Anführungsstrichen. Ja, und hier nochmal eine kleine Auflistung, warum Ghostbusters so gut ist. Und hier haben wir noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Ausgaben. Hier haben wir die Stoßstange, beziehungsweise die restlichen Teile der Stoßstange, die dann die komplette Front komplettieren. Wir haben den Reifen und die ersten Teile des Motors. Natürlich, wie ihr es gewohnt seid von mir, baue ich auch den Ektor 1 so movie-akkurat, wie es mir möglich ist. Es werden sicherlich einige Änderungen vorgenommen werden. Und ja, seid gespannt. Widmen wir uns aber jetzt den ersten Teilen. Die haben wir hier. Sehr, sehr schwer. Die erste Haube, beziehungsweise das erste Teil ist natürlich die Haube. Dann haben wir hier diese Lüftungsöffnung. Ein Teil der Stoßstange vorne, ein Teil der Motorhaube vorne noch. Und natürlich Schraubenzieher, Nummernschild und die dazugehörigen Schrauben. Ja, öffnen wir diese wunderschöne Verpackung und schauen uns die Teile etwas genauer an. Ja, hier hätten wir jetzt die ersten Teile aus der Verpackung befreit. Wir haben hier die Haube, ein sehr, sehr schweres und massives Teil. Innen drin ist sie noch schwarz. Später wird hier natürlich noch die Motorhalterung bzw. die Verkleidung der Motorhaube innen drinnen noch angebracht. Ist aber von der Qualität her sehr, sehr gut gemacht. Wir haben hier zwar so kleine schwarze Punkte, aber das ist nur von der Verpackung bzw. von der Produktion noch übrig. Ansonsten haben wir hier eine kleine Stelle. Kann man natürlich auch weiß nicht so gut erkennen. Und ansonsten ist die Haube eigentlich fehlerfrei. Natürlich haben wir ein bisschen Orangenhaut, aber ansonsten ist sie meines Erachtens sehr, sehr gut. Wir haben hier vorne das Cadillac-Symbol und hier haben wir so einen kleinen, so eine kleine Ausfransung hier oder so einen kleinen von den Auswurfmarken her. So einen kleinen Überhang, den kann man mit dem Skalpell nachher noch wegschneiden. Und natürlich die Löcher für die Lüftungsöffnung bzw. für die Entlüftung der Motorhaube. Weil wenn der Ektor 1 natürlich immer volle Kanne im Betrieb ist und sehr, sehr schnell fährt, dann haben wir hier natürlich eine große Hitzeentwicklung und dafür dienen diese Entlüftungsgitter. Die sind eigentlich meines Erachtens sehr, sehr gut gelungen. Also die Form ist zu erkennen von diesem Teil. Das Einzige, was stört, ist natürlich, dass wir hier keine 9 Löcher haben wie beim Original, sondern nur 4. Das werde ich später zuspachteln und dann mit UV-Kleber einige neue Öffnungen setzen, beziehungsweise einige Andeutungen von Nieten, die halt beim Original auch sind. Das ist hier Plastik, schön weiß lackiert. Keine Fehler bei der Lackierung, gefällt mir eigentlich sehr gut. Hier haben wir nochmal das gleiche Teil, auch keine Fehler, auch sehr schön gemacht. Dann haben wir vorne den Abschluss der Motorhaube vorne. Auch weiß lackiert, auch aus Metall. Sehr, sehr sauber lackiert. Also da bin ich schon bis jetzt ziemlich begeistert von diesem Teil. Hier haben wir keine Lackeinschlüsse oder ähnliches. Dann haben wir hier das Chromteil, das ist aus Plastik, was vorne auch an der Motorhaube angebaut wird. Ist aber in meinen Augen auch sehr, sehr gut gemacht. Wir haben hier normalerweise immer Auswurfmarken, die große Stücke von diesem Chrom rausreißen, wenn das in der Produktion ausgelöst wird. Und aber hier lässt sich das alles sehr gut verbauen, beziehungsweise es gibt solche Auswurfmarken nicht oder das Chrom ist nicht beschädigt dadurch. Und das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Ja, dann haben wir das Ektor 1 Nummernschild. Auch sehr cool, auch aus Metall, das wundert mich etwas. Ich hätte gedacht, das wäre aus Plastik, aber vom Gewicht her und von der Haptik her ist es doch auch
aus Metall. Ist auch sehr sauber aufgedruckt alles. Das brauchen wir aber später. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Schrauben dazu. BM, die werden in Metall geschraubt. Und AM natürlich auch Metall, deswegen steht das M immer da hinten. Das sind Schrauben A und B. Ja, kommen wir zu den ersten Bauteilen, die verbaut werden. Das sind natürlich die Lüftungsgitter. Und ich halte es immer so, dass ich mit einem Pinsel etwas Leichtlauföl oder generell etwas Öl in die Schraublöcher einpunkte hier, beziehungsweise einfülle ein bisschen, damit die Schrauben sich leichter reindrehen lassen. Das habe ich beim Bau vom DeLorean eigentlich sehr gut in Erinnerung, dass das immer eigentlich funktioniert hat. Muss natürlich aufpassen, dass man nicht so viel Öl reinmacht, aber im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Ja, dann legen wir uns die Schrauben schon mal bereit. Das sind diese AM-Schrauben hier. Diese haben einen weißen Kopf, also gehören sie auch auf die Motorhaube. Deutlich zu erkennen. Und dann nehmen wir uns als allererstes ein Lüftungsgitter. Man kann sehen, diese beiden Punkte hier, beziehungsweise diese beiden Nippel hier, sind in einer Linie und die gehören dementsprechend hier hin. Und das andere Lüftungsgitter, kann man sehen, das zeige ich schon mal ein bisschen, ist etwas versetzt und da hat man dann diesen Punkt, wo dieses Teil montiert wird. Okay, nehmen wir uns eine Schraube. Und dann gucken wir mal, ob das mit dem Öl funktioniert hat. So, schrauben wir die Schraube rein. Geht butterweich, kein Problem damit. Die Schrauben sollen ja auch noch nicht festgezogen werden richtig, da ich ja, wie gesagt, das Lüftungsgitter nochmal entferne und meine eigenen Lüftungsgitter mache, beziehungsweise diese hier etwas verändere. Es gibt zwei andere Lüftungsgitter zum Kaufen, aber ihr kennt mich ja mittlerweile auch einige vom DeLorean, vom Bau den DeLorean aus der Gruppe. Und da habe ich mir gedacht, bearbeiten wir diese Teile etwas, anstatt Geld für neue Teile rauszuhauen. Dann ich habe alles hier und das lässt sich auch ziemlich leicht bewerkstelligen. Natürlich ist mit Spachtelmasse immer ein bisschen vorsichtig umzugehen, gerade bei so kleinen Teilen. Wenn man denn die Spachtelmasse schleift, dann muss man aufpassen, damit man nicht allzu viel von den Lamellen hier wegschleift. So, wir haben das erste Lüftungsgitter montiert. Gehen wir auch gleich zum zweiten über. Wie gesagt, wir haben hier diese versetzten Löcher. Das ist eigentlich ziemlich eindeutig, wo dieses Teil hinkommt. Andersrum natürlich. So, und dann nehmen wir uns wieder vier kleine weiße Schrauben und schrauben dieses Teil endgültig fest. Geht eigentlich sehr gut. Wie gesagt, mit dem Öl nicht sparsam sein. Das geht eigentlich ziemlich gut damit. Ich finde es auch schön, dass sie die Schrauben mit Weiß lackiert haben. Und auch beim Reinschrauben sieht man deutlich, dass die Schrauben ziemlich gut greifen und auch die weiße Farbe da drauf hält. Also manchmal kennt man das ja, gerade wenn man kein Öl nimmt zum Beispiel und die Schrauben reindreht, dass es dann wirklich ausfranst, der ganze Kopf denn im Eimer ist, weil die Schrauben auch teilweise in solchen Bausätzen immer sehr weiß sind. Und wenn sie so weich sind, dann kann man sie natürlich kaum noch rausdrehen nachher. Deshalb bin ich umso zufriedener, dass das hier eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ja, wir haben noch zwei weiße Schrauben übrig. Die behalten wir auch erstmal. Und so sieht das Ergebnis dann aus. Die Lüftungsgitter sind verbaut. Sieht sehr, sehr cool aus. Und weiter geht's mit dem vorderen Ende der Haube. Dazu nehmen wir uns diese beiden Teile. Einmal das vordere Ende der Haube und das dazugehörige Chromteil. Auch hier wieder etwas Öl in die Schraublöcher einpinseln hier bzw. einfüllen. Dann dürfte das Ganze eigentlich ohne Probleme funktionieren. So, dann nehmen wir das Chromteil. Dieses fügen wir hier ein. Das Ganze sieht dann schon mal so aus. Jetzt müssen wir es natürlich noch fixieren. Dazu nehmen wir die BM-Schrauben. Und diese schrauben wir in die oberen Löcher. Wollen wir mal schauen, ob das auch so einfach geht wie mit den Lüftungsgittern. Ja,
Das geht auch ziemlich gut. Nicht so festziehen. Kann immer noch sein, dass das Plastik springt oder reißt. Und das wollen wir natürlich nicht. Weil dann müssen wir natürlich die Hotline anrufen und ein neues Teil bestellen. Und das dauert natürlich wieder. Na, hier geht die Schraube ein bisschen schwieriger rein. Da muss man ein bisschen mehr Gewalt anwenden, um die reinzudrehen. Auch nicht ganz festziehen. Wie gesagt, ich bearbeite die ganzen Teile ja noch etwas nachher. Hier haben wir die anderen beiden Löcher. Auch dort fügen wir die Schraube ein und versuchen diese dann schön sauber einzudrehen. Ja, das geht ziemlich gut. Generell muss man sagen, dass dieses Teil etwas schwieriger zu montieren ist. Nicht von der Passgenauigkeit her, sondern weil die Schrauben einfach ein bisschen schwieriger reingedreht werden hier. Wahrscheinlich waren die weißen Schrauben vielleicht einen anderen Härtegrad. Hier geht es wieder ganz einfach. Aber das Öl hilft natürlich, diese Schrauben alle vernünftig festzubekommen. Oh, abgerutscht. So. So. Kontrollieren wir auch noch die anderen beiden. Der ist fest. Und hier ist auch fest. Ja. Das wäre dann das vordere Teil der Haube. Wir können es ja mal provisorisch ranhalten. Das Ganze sieht dann nachher ungefähr so aus. Es gibt schon ein sehr, sehr cooles Bild. Dieses Teil wird jetzt noch nicht montiert, sondern erst später. Und generell muss man sagen, ich bin von der Passgenauigkeit her, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, eigentlich ziemlich begeistert, auch von der Qualität her. Das ist wirklich massives Metall. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Das war meine erste Ausgabe von Bau den Ektor 1. Das gesamte Modell ist der Maßstab 1:8 und wird nachher eine Länge von 80 cm haben. Es wird ein richtiges Monster und ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Haut rein.